Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Resident Evil 5. Am Anfang kurz ein paar Sachen. Und zwar spiele ich jetzt Sheva, weil ich habe schon mal durchgespielt gehabt und da war ich halt Chris. Und deswegen, ja, dachte ich mir, habe ich keine Munition. Und deswegen dachte ich mir, ich klaue mir mal die Waffen, die ich von Chris noch hatte. Hier. Die gönne ich dir. Halt einfach, dass ich irgendwie meine Sachen habe. Ja, mittlerweile kriegen wir ja auch dann andere Sachen und so. Es ist schon ein bisschen her. Und ja, aber ich muss dann so jetzt 1 Stunde und 10 Minuten sowieso zur Fahrschule. Deswegen wird jetzt nicht viel kommen, nur so ein bisschen bis zum ersten, zweiten Speicherpunkt, was weiß ich. Und werde ich aufnehmen, bis es halt gespeichert ist und dann rendern und hochladen. Und das Let's Play kann sich theoretisch lange hinziehen, weil ich habe ja nebenbei noch The Walking Dead am Laufen und da ich im Moment wenig Zeit habe und viel aufzunehmen habe, ja. Muss ich gucken. Auf jeden Fall seht ihr es mit Sheva, weil ich es auf normal mit Chris gespielt habe. Ich werde es irgendwann auch nochmal mit Chris spielen, aber ich dachte, dann spiele ich doch auch mal Shevas Aussicht. Und los geht's. Ach ja, die ersten 3, 4 Minuten, so der Anfang, wo Sheva und Chris sich treffen und die Fahrt, die sind nicht mit. Ich habe so eine Testaufnahme gemacht und ja, jetzt müsste ich, ja, ist irgendwie nicht mehr da und so. Nein. Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. Gehen wir mal los. Sind aber wirklich nur 3 Minuten und eigentlich nur die Fahrt dorthin und die Begrüßung habt ihr verpasst. Mehr nicht. Es wird gewöhnungsbedürftig sein, weil normalerweise hatte ich die Karte mal rechts und jetzt ist wahrscheinlich alles die andere Hand. Also wird es gewöhnungsbedürftig sein. Schlag da nicht auf diese Menschen ein. Passt auf, ich würde euch jetzt auch so gern schlagen. Ihr habt es verdient. Naja. Kann man nicht rennen? Doch, kann man. Ich dachte mir, warum gehen wir hier lang? Kontrollpunkt. Wenigstens etwas. Gucken. Ja. Ja. Hallo. Good, you're both here. Come. Habt ihr jetzt voll die dicken Waffen vor uns oder warum sollen wir kommen? You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah. They really roll out the red carpet for us Americans.
weapons for you here. Jack them. Grab your weapons. The operation's already started. Ja. Ich hätte auch gern das, was da drin ist. Ja, wie gesagt, bei mir war sonst immer alles auf der rechten Seite und so kann ich eigentlich auch besser spielen. Aber und das war auch, aber vielleicht kriege ich jetzt ja hin. Hoffentlich. Muss ich ja jetzt. Ja, ich weiß. Ach, die Waffe ist voll, weil ich sie schon dabei habe. Ja, okay. Ich hätte dann auch gern die Muni. Geh mal auf den Weg, Chris. Chris! Ah, egal. So Muni habe ich nicht, habe aber Schurzeln und Sniper-Muni. Ah, keine Muni, aber nachladen können, oder was? Found squares up ahead. Go through there. Alpha Team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a Doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. Okay. And be careful out there. Klar. Wetten, wir hat jetzt keinen Schuss mehr in der Pistole dran. Kontrollpunkt. Genau. Hier, Server. Erst noch nachladen und nachgucken und jetzt doch wieder null. Naja. Mann, das wird so ungewohnt sein. Ich bereue es jetzt schon, Trevor, zu spielen. Naja, wir werden das schon hinkriegen. Dazu muss ich sagen, in Resident Evil 6 kann man ja mit Tab oder so die Schulter wechseln. Da finde ich dies hier sogar noch um einiges besser zu spielen, als wenn ich hier in Resident Evil 6 Helena spiele und die immer die Schulter wechselt. Bei den Türen öffnen oder wem anders. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ganz ehrlich. Finde ich das hier noch Zuckerschlecken. Aber erstmal muss ich nochmal nach was gucken. Ja, das kommt dahin und das kommt dahin. Ja, waren da. Und das finde ich übel. Ich spiele auch Veteran, wenn ich genug Geld habe und mir immer noch, was ich, wo ich von ausgebe, weil ich schon einmal gespielt habe, dicke Waffen kaufen kann, dann werde ich das auch machen. Auf Veteran das zu spielen, wird nämlich kein Zucker schlecken. Nimmt mir nicht übel, wenn ich mir, bevor man die Dingens eigentlich findet, schon kaufe, das Maschinengewehr oder so. Ja, ja. Geld finde ich ja. Aha, ein Kraut. Kombinieren und kombinieren. Oh oh. Ja, ja. Wow. Freeze!
okay? Uh-oh. Ja. Komm, 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 nicht Muni verschwenden hier, komm. Das frage ich mich auch. So, Tür öffnen. Muni. Viel Muni brauche ich. Oh, das wird lustig. Wo lang? Ah, hier lang. Ja. Bevor sie uns finden, ist wohl so zu spät ein bisschen. Ja. Gut. Gib mir mal, was du so Tolles hast, schönes Haus. Come in, Kirk. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation. Eine Pflanze? Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Eine Granate. Gut. Gehen wir weiter. Oh, Chris muss mir helfen, die Tür einzudrehen. Ah. V. Nimm doch einfach diese Hackerballs her mit oder Messer oder was weiß ich. Wäre gut, wenn du den mitnehmen würdest, aber machst du nicht. Ah, okay. Hier, da ist noch nichts. Hilft dir gerne. So. Und ab in das Loch. So, ja. Ob er nun unterm Haus sind, das kann ich nicht sagen. Na lecker. Steh bitte nicht auf. Na lecker. Und Ratten. Schöne kleine Ratten. Oh. Kein Problem. Ich brauche ja das hier so. Das hört sich doch schon mal gut an. Noch meine Partnertür. Ah, gespeichert. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge, weil, ja, ich habe jetzt noch genau eine Stunde Zeit. Hochland wird ja selbst aber eine Stunde Zeit zum Rendern und so. Ich würde mal sagen, das war's mit der Folge von
Resident Evil 5. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn nicht auch einen Daumen nach unten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Sheva und Chris in Afrika bei Resident Evil 5. Ciao und bis zum nächsten Mal.